Meine Zähne waren schlossen, waren 30 Ende. Tag, Billy. Meine Zähne waren schlossen, waren 30 Ende. Moin, moin. Hey, hast du ein Problem? Neue Batterie. Danke. Und du? Buchen. Du bist wieder bar. Bahnerstraße 4 Steinmann. Pollyflug, guten Tag. Bitte wiederholen. 3-8, Körnerstraße 4, Steinmann. Okay, 3-8. Irgendwisch 41. Ja, doch, Moment bitte. Ja, hallo. Was Süßes? Ja, ich war ja. Willst du uns wieder messen? Ich liebe dicke Frauen. Was machst du hier? Kommst du wieder baggern? Nein! Ich muss nur meine Aufenthaltserlaubnis mal wieder verlängern lassen. Lecker. Ich hole uns mal Kaffee. Danke. 146 am Zentrale. Ja, Betty? Ich fahre gerade Alsterkrug-Chaussee Richtung Flughafen. Auf der Gegenfahrbahn hat's böse gekracht. Rückstau schon bis Hindenburg. Danke, Betty. Freunde, mal herhören an alle. Auf der Alsterkrug-Chaussee stadteinwärts Stau nach Unfall. Ich sag Bescheid, wenn's wieder geht. Okay, alles klar. Danke. Verstanden. Pauli-Funk, guten Tag. Wilburg 14 Abend. Moment, bitte. Wilburg, ist jemand in Rahlstedt? Ja, hier. 6. Ist ja gut, du Scherzkeks. 6, Wilburg 14er Schröder. Wie lange brauchst du? 6 Minuten. Ich bin begeistert. Wilburg 14a, der Wagen kommt. Hassan, du doch auch, oder? Ja, bitte. Also, ich mach dir das, Hassan. Das müssen wir sowieso als Firma bestätigen. Danke, Leonore. Irgendwann werde ich dich heiraten. Das könnte dir so passen, als Zweit- oder Drittfrau. Bei uns hat ein Mann 4 Frauen, sagt Mohammed. Und eine Frau wie viele Männer? Einen Mann. Eben. So geht's eben nicht. 3-8 für Leo. Hallo, Leo. Ich kann grad nicht. Hassan ist hier und macht dir gerade einen Heiratsantrag. Ey, das wäre die Finger von ihr lassen. Ist ja gut, Jungs. Beruhigt euch. Ich hab dir abgelehnt. Ein paar von uns haben da nämlich ältere Rechte. Auch nicht so auf den Putz, Lothar. Die ältesten Rechte hab sowieso ich. Ist ja gut, Otto. Hast du. Ah, das meine ich aber auch. Aber jetzt lass mal den Blödsinn und geh das rum. Wir müssen hier arbeiten. Und wir müssen für dich fahren, Leo. Und nenn mich nicht dauernd Leo. Ich heiße Leonore. Lothar, ins Hotel Atlantik, bitte. Ja, alles klar. Hört mal auf mit dem Privatschlag. Ich habe hier ein paar Fahrten. Einmal Mühlenkamp, dann Punkt an Leonore. Der 135. Nein, lassen Sie nur. Stört Sie nicht, das geht quasi? 255 Mühlenkamp, 13 Staffel. Dorotheenstraße, 171 Dorotheenstraße, 112 Kelten. Leonore, Otto hier, 437. Ja, mein Otto, 437. Ich habe eine Fahrt vom Flughafen zum, also in die City. Was ist mit dem Stau? Hab noch nichts gehört, fahr lieber andersrum. Okay. Danke, Leonore. Sagen Sie, Leonore, heißt die Dame da am Funk mit Nachnamen Gierolf? Nee, die heißt Becker. Grindelhof? 146 Grindelhof. 146, okay, Betty. Grindelhof 5, Schulte. Ist Frau Becker verheiratet? Das war sie, jetzt ist sie Witwe. Aha, und wie hat sie vorher geheißen? Das weiß ich nicht. Was interessiert Sie, Frau Becker? Könnten Sie sie bitte mal fragen? Nee, da sind Privatgespräche nicht erlaubt. Ach, kommen Sie, ist doch gerade eine Lücke. Das ist ein Taxi und kein Auskunftsbüro. Zentrale, bitte mal herhören. Sitzt dort vielleicht die wilde Leonore Gierolf? Hey, was fällt Ihnen ein? Only you. Hallo? Makes this world seem right. Only you can make the darkness bright. Moment. Kann ich das bitte noch mal hören? Make my dreams come true. Grünspan, große Freiheit, 1968. Madhouse, 1969, letzte Ohrfeige. Seitdem Funkstille. Diese Ohrfeige hattest du dir aber satt verdient, Herr Hansi Bergmann. 10 Kinder wollte ich dir schenken. Und ich erwisch dich auf dem Sparkassenball, wie du mit dieser Peggy-Martsch-Tüte von der Hypothekenabteilung rumknutscht. Auf dem Sparkassenball? Das war nicht nett von Hansi. Komm, das war nur ein Küsschen. Ein Küsschen? Ha. Du hast sie abgelutscht wie ein verliebter Kater. Ach, Mensch, Hansi, ich fass es nicht. Was machst du? Wie geht es dir? Wo kommst du her so plötzlich? Aus Toronto. Ich muss morgen Nachmittag weiter nach Rom. Wann, wie und wo sehen wir uns? Können wir jetzt endlich mal wieder Taxi fahren?
Okay, Otto. Hansi, heute Abend. Wo? Ich wohne im Atlantik. Komm einfach vorbei. Das mache ich, Hansi. Um 18 Uhr habe ich hier Feierabend. Ich freue mich auf dich. Ich mich auch. Oh je. Das ist jetzt... Mensch, das kann man ja gar keinem erzählen. 10 Kinder wolltest du ihm schenken. Na ja, 10. Für mich war er der Einzige. Ich war eben damals so... so blöd. Dabei war der Hansi nämlich wirklich kein Leichtfuß. Höchstens, na ja, ein bisschen flexibler vielleicht. Aber irgendwie war er auch genauso stur. Sag mal, könntest du das hier bis 6 vielleicht? Klar, mach ich. Otto! Hansi war der Erste, bei dem dir die Knie zitterten. Oh je. Und jetzt? Leonore, ich habe ihn mir genau angesehen. Es war richtig, dass du ihm damals den Laufpass gegeben hast. Otto, ich weiß nicht, warum ausgerechnet du dir die Tour besorgt hast. Aber als Fahrgast bestehe ich darauf, dass du mich jetzt sofort zum Atlantik fährst. Die Uhr läuft. Gut, sitzt. Abfahrt bitte. Hansi! Leonore. Du hast dich nicht verändert. Lüg mich nicht an. Männer halten sich länger. Dafür werden vom Leben die Frauen schöner. Deine Sprüche sind fast weise geworden. Oh, hallo. Hallo. Bitte schön. Ach nö, Otto, das muss doch wirklich nicht sein. Dann eben nicht. Pauli Funk. Freunde, das ist schlimmer, als ich dachte. Ich fürchte, das ist ernst. Leonore steigt in 242 Richtung Kennedy-Brücke. Kennt ihn wer? 242 ist vor mir. Übernimmt einer die Beschattung? Was zahlst du, Otto? Wenn du nicht spurst, kannst du bei Leonore den Trauzeugen machen. In Toronto, Kanada. Danke. Ja? Mensch, Hamburg. Wann war ich das letzte Mal hier? Vor 5 Jahren. So? Ja, da habe ich übrigens versucht, dich zu erreichen. Ich habe nur deine Nummer nicht gesehen. Da hieß ich schon Bäcker. Ach Mensch, kneif mich noch mal. Ich kann nicht fassen, dass du hier bist. Willi für Otto, Sie sind zum Essen aufs Feuerschiff. Soll ich mich jetzt zu Ihnen an den Tisch setzen, Otto? Du könntest mich mal in Ruhe nachdenken lassen, ja? 16.000, dann habe ich einfach Glück gehabt. Die brauchten das Gelände für ihre neue Raffinerie. Danke. Dankeschön. Und dann haben Sie mir ein Angebot gemacht, das ich nicht abschlagen konnte. Danke. Na ja, wenn man nicht verkaufen muss. Jetzt habe ich 2 Firmen da. Die eine macht in Immobilien und die andere Import-Export. So viel Arbeit war doch noch nie dein Fall. Am Anfang musste ich ganz schön ackern. Jetzt machen meine Leute das meiste. Mein Hansi macht Karriere. Und wo wohnst du? Ich habe eine Wohnung in Toronto. Und wenn in der Firma nichts anliegt, bin ich in meiner Villa am See, so 40 Meilen außerhalb. Ja. Donnerwetter! Hast du die gebaut? Ein Geschäftsfreund. Oder besser ein Konkurrent.
Er hatte sich ein wenig, sagen wir mal, verspekuliert. Und da habe ich ihm ein Angebot gemacht, das er nicht abschlagen konnte. Na, der wird ganz schön geweint haben, was? Ja, hat er. Warum besuchst du mich nicht mal? Was würde denn deine Frau dazu sagen? Wir leben seit 2 Jahren getrennt. Warum? Ich glaube, ich bin ja gleichgültig. Warum hat sie dich denn dann geheiratet? Gut betuchte Junggesellen sind überall begehrte Opfer. Ach nee. Warum hast du sie denn geheiratet? Ich war verliebt. Peggy war vor 10 oder 12 Jahren sogar einmal Miss Toronto. Peggy? Aha, das musste ja so kommen. Erzähl mir nichts, ich kann mir genau vorstellen, wie sie ist. Sie ist heute noch schön. Und da hast du ihr ein Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen konnte. Und heute kostet sie dich $10.000 im Monat. Nein. Nur 15.000. Entschuldige bitte. Wie war's mit Herrn Becker? Peter Becker hat in meiner Sparkasse sein Konto. Er war Maler. Maler? Kein Anstreicher, wenn du das meinst. Peter war auch ein toller Trompeter und Pianist. Er hatte seine eigene Jazzband. Aber davon kann man doch nicht leben. Na komm. Deswegen ist er auch Taxi gefahren. Obwohl, kurz vor seinem Unfall hatte er eine Ausstellung. Seine erste richtige in der richtigen Galerie. Da hat er sehr gut verkauft. Naja, sah schlimm aus der Wagen. Peter gar nicht mal so, nur dass er eben tot war. Das ist jetzt 8 Jahre her, ich denke nicht mehr so oft dran. Aber er fehlt mir immer noch. Das tut mir leid. Mensch, da erzählen wir uns unser Leben. Was denn sonst? Ist doch wirklich was passiert in den Jahren? Ach, ich wollte mit dir mal gut essen und hinterher wie früher ein bisschen auf die Rolle gehen und. Du hast ein Taxi bestellt, Leonore. Ich? Nein, wieso? Na, dann war's für einen anderen Gast, aber dich würde ich natürlich vorziehen. Danke, das ist sehr lieb, verstößt aber gegen die Betriebsordnung. Du fährst den Gast, der bestellt hat. Keine Affäre. Ich rufe einen Kollegen. Mit mir fahren Sie umsonst. Das wäre doch ein Argument, Leonore. Genau das Gegenteil. Bei den Jungs ist nie was umsonst. Die haben was ganz anderes vor. Außerdem wollte ich heute nicht Taxi fahren. Das kann ich nämlich jeden Tag. Ich will zusammen mit Herrn Hansi Bergmann aus Toronto ein bisschen bummeln gehen. Willi, für Otto, wo steckst du? Flughafen. Willi, ich sitze hier fest. Was tut sie? Leo lehnt meine Dienste ab. Sie geht mit dem Kanadier spazieren und hält Händchen. Und es sieht aus, als besprechen sie schon das Hochzeitsmenü. Scheiße. Ja, ich weiß, es geht dir nahe. Soll ich folgen? Nee, als Beschatter bist du verbrannt. Hassan, Otto für Hassan. Also pass mal auf, da kommt eine Frau. Ach, ich will jetzt keine Witze mehr, Hansi. Nein, nein, das ist kein Witz. So 50, 60 Taxifahrer nach deiner Pfeife tanzen zu lassen. Und alle sind verknallt in dich. Prima. Respekt. Wieso bist du eigentlich weg von der Sparkasse? Ach, die hatten da so einen Idioten als Chef geschickt. Und Peter fuhr Taxi bei Pauli Funk. So kam das. Mir haben sie neulich den persönlichen Assistenten abgeworben. Hochbegabter Junge, Mädchen für alles. Seitdem knirscht es in allen Abteilungen. Es fehlt einfach die innerbetriebliche Kommunikation. Ich meine, wenn da eine ist, die die richtige Musik macht. Du suchst ein neues Mädchen für alles. Und das soll Leonore heißen. Mensch, ich kann doch noch nicht mal richtig Englisch, Hansi. Ach, machst einen Intensivkurs. Englisch schaffst du doch mit links. Was verdiene ich? Erst mal $100.000 im Jahr. Und dann, würde ich mich freuen, wenn du oft öfter Gast in meiner Villa wärst. Du machst mir da ein Angebot, das ich wirklich nur sehr schwer ausschlagen kann. Wann kommen wir? Hassan! Huch,
Leonore, das ist ein wunderbarer Ausblick hier. Ja? Ich bin nur ganz spontan hier. Ich wollte nur einen Cappuccino trinken. Oh. Wenn zwei Verliebte heutzutage mal so richtig tanzen wollen, wo gehen sie dahin? Verliebte. Hübscher Baum. Ist ein klasse Tanzlokal. Hansi, ich möchte mal wieder tanzen. Lübscher Baum, fährst du uns, Hassan? Ich fahr euch dahin. Otto? Hassan? Wenn du ein Mann bist, fährst du dorthin und machst klar Schiff. Sag ihm, er soll die Finger von Leonore lassen. Alles klar? It made these walls seem right. Only you. It made their dirt look bright. Ich weiß gar nicht, wie lange ich nicht mehr getanzt habe. Wenn ich in Rom fertig bin, komme ich nochmal. Dann besprechen wir alles. Und ich nehme dich mit. In deinem Büro im 42. Stock. Und am Wochenende in deine wunderschöne Traumvilla. Es wird zwar eine Umstellung sein, aber wir schaffen es. Ich will's. Darf ich Ihnen noch meine Briefmarkensammlung zeigen? Ich bitte darum. Entschuldige, Leonore. Sag nichts, ich weiß alles. Als Kumpel hast du mir mal gesagt, okay, aber es reicht nicht für die Ehe. In Ordnung. Ich kann dir dieses kanadische Leben nicht bieten. Trotzdem frage ich dich hier an dieser Stelle, bevor es ein anderer tut, nochmal im Namen aller meiner Kollegen. Willst du meine Frau werden? Otto, das ist mein Leben. Ich finde, du solltest mir und dir nicht so wehtun. Ich habe getan, was ich konnte. Ich auch. Du nicht. Doch. Ich sage euch, das tut verdammt weh. Mir auch. Mir eigentlich auch. Uschi, ruf doch einfach mal im Hotel an. Genau das werde ich nicht tun, Hassan. Zum Dienst, lieber. Jetzt vergiss doch deine blöde Taxizentrale. Du kündigst. Ich lass mich scheiden. Und in einem Vierteljahr sind wir verheiratet. Nein, Hansi. Das ist genau das Angebot, das ich ablehnen muss. Toronto, der 100.000-Dollar-Job, deine Traumvilla. Das ist nicht meine Welt. Leonore. Lass mich mal bei meinem Taxi fahren. Es war ein schöner Abend. Und eine wunderschöne Nacht. Und ich danke dir dafür. Leonore, bleib. Meld dich mal wieder. Du warst ja jetzt wo?
Tschüss. Moin, die Herren. Was macht ihr denn hier? Leonore. Ich war mich nur noch schnell umziehen. Leonore, wieder in Jeans? Machst du denn weiter bei uns? Ihr seid doch meine Familie. Aber das eine sage ich euch, wo und mit wem ich eine Nacht verbringe, geht euch einen feuchten Schmutz ab. Ist das klar? Jawohl, Leonore. Leonore ist da. Na, Gott, wer sagt's denn? Das habe ich euch doch gleich gesagt. Das wäre ja auch noch schöner. So, jetzt geht mal den Funk wieder frei. Wir wollen hier arbeiten. Polyfunk, guten Tag. Entschuldigen Sie, aber unsere Leitungen waren völlig überlastet. Jetzt bin ich wieder für Sie da. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, Frau Scherer. Guten Morgen, Frau Grigolat. Ich muss Sie leider mal wieder an die Miete erinnern. 3 Monatsmieten sind das jetzt. Frau Scherer, ich bemühe mich ja, Frau Scherer. Haben Sie doch bitte ein bisschen Geduld. Ich habe weiß Gott Geduld. Was meinen Sie, was mein Mann Ihnen erzählt hätte? 3 Monate keine Miete. Ihr Mann ist über 10 Jahre tot. Und bis jetzt habe ich meine Miete immer pünktlich bezahlt. Bis vor 3 Monaten. Dafür haben Sie hier auch eine ganze Menge als Sicherheit mitgenommen. Den Fernseher, die ganzen Bilder hier. Mein neues Seidenkostüm, den neuen Mantel und gestern noch die elektronische Nähmaschine. Die hat allein fast 1700 Mark gekostet. Vermieterpfandrecht. Ich muss ja sehen, wo ich bleibe. Hier muss auch mal wieder renoviert werden. Das mache ich doch alles, Frau Scherer. Wie stellen Sie sich das denn weiter vor? Wenn Sie schon jetzt Ihre Miete nicht von dem Arbeitslosengeld bezahlen können, was wollen Sie denn machen, wenn Sie erst von der Fürsorge leben müssen? Der Mann auf dem Arbeitsamt hat gesagt, ich könnte Wohngeld beantragen. Ja, dann machen Sie doch das endlich. Auch meine Geduld hat mal ein Ende. Bitte für Zimmer 210. Für die Nummern 80 und aufwärts bitten wir um Geduld bis nach der Mittagspause um 14.30 Uhr. Ach. 3 Zimmer? Die stehen Ihnen doch gar nicht zu. Sie sind doch allein. Ich wohne da schon über 20 Jahre. Früher hat meine Mutter damit gewohnt, bis vor 3 Jahren. Bei 2 Personen steht Ihnen eine 3-Zimmer-Wohnung zu. Aber meine Mutter ist tot. So? Das Gesetz dient der Sicherung angemessenen Wohnraums. Für eine Person alleine 2 Zimmer, höchstens. Eine 2-Zimmer-Sozialwohnung ist doch immer noch teurer als meine. Und umziehen... Geduld, Frau Grigolat. Wir beantragen für Sie jetzt einen Wohnberechtigungsschein für eine 1- bis 2-Zimmer-Sozialwohnung. Und die Mieten liegen da so im Bereich von... Daneben nicht. Hey, Schwester, was willst du hier? Ich? Wieso? Das ist meine Bank. Ihre Bank? Ja, hier penne ich, und zwar alleine. Kapiert? Du kannst hier nicht pennen, weil das meine Bank ist. Da musst du schon selbst versuchen. Da, da oder da. Aber ich schlafe doch zu Hause. Ah, du hast eine Wohnung? Ja, ja. Noch. Ich habe hier nur so gesessen, weil ich... Na ja. Gut, 20 Stück.
Ich rieche, aber ich beiße nicht. Hab schon gedacht, du wärst eine von uns. Gestatten, Freddy. Grigoleit, Martha Grigoleit. Martha, Martha, du entschwandest. Ist auch ein Schluck? Nee, ich danke, nein. Ja, hygienisch. Hat mir einer auf dem Fischmarkt geschenkt, du. Ah ja? Sag mal, du machst doch mit Tripsen. Ist dir dein Kerl abgehauen? Ach das? Nee, sowas hab ich nicht. Schon lang nicht mehr. Ich bin arbeitslos. Auch kein Einzelschicksal. Hast du dazu gearbeitet? Ich bin Schneiderin. Hab sogar mein eigenes Geschäft gehabt. Änderungen, Hosenkürzen, mal auch was nach Maß. Lief immer ganz gut. Aber dann haben sie die Miete erhöht. Und da konnte ich den Laden zumachen mit einem Sack voll Schulden. Tja, so geht das. Ich hätte es trotzdem geschafft. Ich hab's immer alleine geschafft. Ich habe dann in der Hemdenfabrik gearbeitet. Vor einem Jahr haben sie die auch zugemacht. Und ich stand auf der Straße. Wer nimmt mich denn noch in meinem Alter? Na. Du siehst doch noch ganz lecker aus. Wenn kein Wunder geschieht, bin ich meine Wohnung auch noch los. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr. Und ich will auch nicht mehr. Deswegen bringt man sich doch nicht um, Frau. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Von wem ist das? Bremer Stadtmusikanten. Und Sie hatten recht. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Gockel. Das Leben ist doch das Beste, was wir haben. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Jetzt nicht mal das. Das Leben geht weiter. Da findet sich schon was. Ich habe kein Glück. Habe ich noch nie gehabt. Glück? Glück kommt ganz von selbst. Irgendwann. Irgendwoher, wo man es am wenigsten vermutet. Nur Geduld muss man haben. Geduld? Das habe ich heute öfter gehört. Martha, Martha, du entschwandest all mein Glück. Bitte das Spiel zu machen. Tausend auf die 28? Na. Ich werde heute 28. Nichts geht mehr. 28, schwarz, Bier und Pass. Nur mit 1000 Mark. 10, 20, 25, 30, 35.000 Mark für Sie. Sie muss den Lastwagen übersehen haben. Jedenfalls hatte der Vorfall. Furchtbar. Und im sechsten Monat schwanger. Wir hatten uns so auf das Baby gefreut. Mein Gott. Du bist doch einfach so von heute auf morgen. Nein. Erstmal habe ich mich in die Arbeit gestürzt wie ein Verrückter. 5 Waschsalons mit chemischer Reinigung. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das nichts bringt. Ich konnte sie einfach nicht vergessen. Tja, ja. Darf ich jetzt doch mal einen Schluck? Danke. Damals habe ich auch so ein Röhrchen mit Tabletten gehabt. Ich habe später weggeschmissen. Später? Ja. Vielleicht hast du recht. Hier. Hier ist ein Brötchen. Ist zwar von gestern. Danke, das merkt man so. Ja, und die Waschsalons? Verkauft. Und das Geld? Noch so viel war es nicht. Das meiste haben sich die Banken genommen und den Rest das Finanzamt. Das kenne ich. Na ja, ein paar 10.000 Mark waren es noch. Ich bin durch die Welt gereist, bis es alle war. Mit dem Geld hättest du doch irgendwo wieder was Neues anfangen können. So ist das doch auch kein Leben. Aber ja, ich bin frei. Ich bin glücklich. Keiner will was. Ich weiß wieder, wofür ich lebe. Für mich. Na, ich weiß nicht. Komm doch mit, dann siehst du's. Ich? Mit dir? Mitkommen? Ja, in den Süden.
Winter in Kalabrien, Agave weiß ich noch nicht, vielleicht Marokko. Nee, das wäre nichts für mich. Also ich muss jetzt los. Wohin? In meine Wohnung. Na, überleg's dir. Ein paar Tage bleibe ich noch. Wenn es nicht regnet, bin ich abends immer hier. Vielleicht komme ich ja noch mal vorbei. War nett mit dir. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Brötchen. Danke für den Wein. Tschüss. Zeit. Zeit. Hab ein bisschen Geduld, Martha. Tschüss. Ich will's mir überlegen. Tschüss. So gut, tschüss. Martha, Martha, du entschwandest. Gratuliere Ihnen, Frau. Ich habe schon gehört, Sie haben heute Ihren glücklichen Tag. Ich habe heute Geburtstag. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Aber bitte. 42.800. Wie möchten Sie bitte das Geld? 40.000 als Scheck und den Rest in bar, bitte. Den Scheck werde ich bitte gleich. Herr Direktor, 40.000, wenn Sie gleich unterschreiben würden. Oh, vier Nullen vor dem Komma. Ich habe Sie beobachtet. Sie haben sehr mutig gespielt. Man muss dem Glück eine Chance geben. Ja, da haben Sie recht. Das sollten wir alle. 1000, 2000, 500, 6, 7, 8. Bitte sehr. Nicht alles ausgeben. Backe, Motor und Pitcher. Alles Gute. Vielen Dank für alles. So was Blödes. Der Knopf ist ab. Vielleicht kann ich noch sogar Dorbiere. Sie kann Italienisch, aber nicht nähen. Italienisch? Ja. Studentenschnelldienst. Gib sie her. Bitte. Ich werde mich drum kümmern. Sie können Italienisch, aber nicht nähen. Hm? Nein. Porca miseria. Avanti, prego. Hm? Ja, mein Knopf ist wieder dran. Nur so geht's. Ein netter Mann, der Herr Direktor. Mhm. Was mache ich denn damit? Schlüsselanhänger? Wir waren gute Gäste. Als Schlüsselanhänger? Nein. Willst du ihn haben? Sorry, ist mir zu trotzig. Stimmt, mir eigentlich auch. Hallo, Sie. Guten Abend. Guten Abend. Machen Sie mir die Freude, ich habe heute Geburtstag. Wieso, was ist das? Viel Glück. 5000. Aber so steht's drauf. Das kann ich nicht annehmen. Doch. Geduld und Glück. Irgendwann, irgendwoher, wo man es am wenigsten erwartet. Ja, bitte, wohin wollen Sie? Ich, in die Spielbank. Nur mal ganz kurz schnell was einlösen. Aber liebe Frau, ich darf Sie doch so nicht reinlassen. Das müssen Sie doch verstehen. Ach so. Heinz, komm mal mit. Ach, Frau Scherer. Sind Sie denn so unheimlich? Kommen Sie mal bitte. Was soll denn das? Frau Grigoleit, warum brennt denn hier all das Licht und die Kerzen? Warum läuft denn das Wasser im Bad? Ach, das Badewasser da. Schauen Sie mal. Also wenn Sie sich jetzt umbringen, hole ich die Polizei. Herr Scherer, was reden Sie für einen Unsinn? Da, schauen Sie mal den Chip. Spielbank? Nein, den hat mir jemand geschenkt. 5000 Mark? Wer schenkt Ihnen denn sowas? Eine junge Frau. Sie hatte viel gewonnen und Geburtstag. Na ja, und ich bin da gerade vorbeigekommen. Jetzt kann ich Ihnen endlich die Miete bezahlen. Ich muss ihn nur einlösen. Aber dafür brauche ich Ihre Hilfe. Wie denn das? Ja, einfach so lassen die mich da nicht rein.
Ich brauche mein Seidenkostüm, die dazu passenden Schuhe, die Uhr und den Schmuck. Ja, natürlich. Sie kriegen ja nachher sowieso alles wieder. War ja nur als Sicherheit. Vermieterpfandrecht. Zum Friseur sollten Sie auch. Das kann ich mir nicht leisten. Ich versuch's mal selbst ein bisschen. Das kriegen wir schon hin. Ich rufe die Cornelia an vom Salon Schöne. Die macht das schon. Bis morgen, Frau Grigoleit. Bis morgen, Frau Scherer. Tag. Guten Tag. Die Bank ist schon geöffnet? Seit 15 Uhr, gnädige Frau. Herzlich willkommen. Danke. Diesen Chip möchte ich gern einlösen. Diesen Chip? Ja, ich hätte gern 5000 Mark. Sehr verehrte, liebe Frau, dieser Chip ist nichts mehr wert. Er stammt aus unserer alten Serie. Wir haben vor 2 Jahren alle unsere Jetons ausgewechselt. Dieser hier ist gar nichts mehr wert? Ja, als Liebhaberstück, Schlüsselanhänger. Ja, aber rein spielbankentechnisch gesehen ist das... Warum haben Sie ihn damals nicht eingelöst? Oh nein. Wie konnte ich das nur glauben? Warum sollte mir jemand so viel Geld schenken, ausgerechnet mir? Aber was ist denn los, gnädige Frau? Woher haben Sie den denn? Geschenk gekriegt. Gestern Abend. Ja, nun beruhigen Sie sich doch, gnädige Frau, bitte. Zehn Stück. Das war wirklich ein übler Scherz, obwohl ich kenne eine junge Dame. Die hat es bestimmt nicht so böse gemeint. Ja, sicher. Sie konnte ja nicht wissen, was sie mir damit antut. Wissen Sie, ich bin eine arbeitslose Schneiderin. Das Geld war meine allerletzte Hoffnung. Endlich hätte ich nun auch mal Glück gehabt, habe ich gedacht. Einmal muss es doch auch zu mir kommen. Irgendwann, irgendwoher. Aber nee, zu mir doch nicht. Wozu denn auch? Haben Sie doch ein bisschen Mut. Lassen Sie nur. Ich schaffe es schon. Es geht schon wieder. Und vielen Dank für Ihre Geduld. Sie sind Schneiderin? Ich weiß schon, ich könnte Ihnen diesen Knopf da annehmen. Welchen Knopf? Ja, den da. An Ihrem Hemd. Würden Sie mir annehmen? Ja, natürlich. Haben Sie denn Nadel und Faden? Das habe ich nämlich zufällig nicht dabei. Das kann ich mir vorstellen. Einen Augenblick. Moment, bitte. Bitte sehr. Dankeschön. Und viel Glück. Entschuldigen Sie, hätte ich das besser lassen sollen? Nein, danke. Ja. Haben Sie denn was für mich gefunden? Ja. Oh, danke sehr. Bitte. Nadel und Faden. Ja. Die Sache ist nämlich die, dass, sagen Sie, können Sie das so oder muss ich alles... Nein, Sie können ruhig alles anlassen. Mhm. Ich hätte bei dieser Gelegenheit eine Frage an Sie. Was? Au! Danke. Könnte ich denn bitte auch noch meinen Chip wieder haben? Den da? Ja. Aber bitte, gnädige Frau. Gehalt ist nicht übermäßig hoch, aber die meisten Gäste geben Gardrobieren gute Trinkgelder. Da komme ich schon zurecht. Ach, und du bist sicher, dass es dir da gefällt? Stimmt. Ich habe was zu tun, geregelte Arbeitszeiten und interessante Leute ab und zu. Und wenn nicht, kann ich ja immer noch mit dir kommen. In der Aufmachung? Das lässt sich doch ganz leicht ändern. Ja, da hast du recht. Prost. Prost.
Also, ich hau morgen wieder ab. Wird langsam kühl hier nachts. Ach, morgen schon. Ja, wir sehen, dass ich im Süden bin, ehe es richtig kalt wird. Nicht? Und ich weiß nicht, wie lange ich da brauche darunter. Ne? Ja, ja, klar. Tja, schade. Und ich komm ja wieder. Hoffentlich. Du hast mir sehr geholfen. Ach, Blödsinn. Doch, doch. Danke. Eine gute Reise. Mach's gut, Schwester. Martha, Martha. Du entschwindest. Da bin ich wieder. So. Der müsste wieder halten. Bitte sehr. Das ist ja ein Service. Sie sehen ja heute so betrübt aus. Ich kann Ihnen leider kein Trinkgeld geben. Haben Sie verloren? Ja, alles, was ich dabei hatte. Warten Sie. Augenblick. Hier, den haben Sie mir neulich als Trinkgeld gegeben. Nehmen Sie es, versuchen Sie es noch mal. Aber... Ja, vielleicht haben Sie jetzt mehr Glück. Wenn Sie meinen... Also gut. Geht's dir? Okay. Danke. Guten Tag. Heute kein Küsschen. Also eins. Nur bei Gewinn, ja? Thanks. Na, also. Guten Tag. Guten Tag. Hier bitte Ihre Marke. Danke sehr. Schön, Sie wiederzusehen. Wie bitte? Ja, ich möchte Ihnen danken. Sie haben mir vor ein paar Wochen diesen Chip hier geschenkt. Sie waren das? Oh Gott, ist mir das unangenehm. Wir wussten nicht, dass Sie hier arbeiten. Es tut mir leid. Aber Sie müssen sich doch nicht entschuldigen. Hier, nehmen Sie das. Ich wollte Sie nicht verletzen. Nein, nein, Sie haben schon genug gegeben. Der hier hat mir Glück gebracht. Er ist jetzt mein Talisman. Bitte. Wirklich echt, es ist alles in Ordnung und viel Glück. Also bitte nochmals, es tut uns sehr leid. Nichts für ungut. Recht. Sie hatten ja so recht. Sie haben ja Glück gebracht. Dreimal hintereinander, Plan. Aber jetzt höre ich auf. Sehen Sie? Sehr gut. Man darf sein Glück nicht strapazieren. Prima. Was machen Sie heute Abend? Ich möchte mit Ihnen essen gehen. Essen gehen? Mit mir? Ja. Ich muss den Menschen näher kennenlernen, der mir so viel Glück gebracht hat. Bitte. Danke, gern. So, ich gehe nur schnell die Chips eintauschen, ja? Herr Direktor. Sie machen sich Freunde. Ja, die können alle eine brauchen, die ein bisschen Geduld mit ihrem Glück oder Pech hat. Das macht mir sehr viel Spaß hier. Ja, das spürt man. Ich bin sehr zufrieden mit Ihnen. Danke, Herr Direktor. Sagen Sie, könnte diese Karte für Sie bestimmt sein? Da steht als Adresse nur Martha C.U. Spielbank. Nein. Doch. Doch, die ist an mich. Ach, liebe Martha, Unterkunft mit fließendem Wasser. Eine Bank ist noch frei. Fließend Wasser, freie Bank. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Das Glück ist ein Esel. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Das sind die Bremer Stadtmusikanten. Das Glück ist ein Esel. Das wäre mir neu. Naja, bis vor kurzem habe ich gedacht, mein Leben wäre zu Ende. Alles wäre aus. Und jetzt? Jetzt weiß ich, es geht weiter. So oder so.